Seit 20 Jahren fahren sie gemeinsam zu Heim- und Auswärtsspielen ihres Fußballvereins Schalke 04. Der Fanclub, die königsblauen Schermbecker, feierte am vergangenen Samstag am Pfadfinderhaus sein 20-jähriges Vereinsjubiläum. Am 9. Juli 1997 wurde der Fanclub des FC Schalke 04 gegründet. Werner Heistermann, zweiter Vorsitzender des Vereins, gehört zu den Gründungsmitgliedern und leitete 11 Jahre lang als erster Vorsitzender den Fanclub. Die Idee kam von Markus Hinrichsen und von Frank Hinrichsen. Die haben das Ding angeleiert, die kamen aus Mailand wieder und haben das Ding dann angeleiert. Ja, das läuft in Schermbeck folgendermaßen ab. Mundpropaganda und viele Leute, man wusste gar nicht, dass das alle Schalker waren. Und lief ganz problemlos. Mit 30 Leuten haben wir uns gegründet, damals im Ramirez. Ja, war schon eine super Aktion. Die Gemeinschaft, die sich aus mehreren Generationen zusammensetzt, ist etwas Besonderes. Es ist einfach die Zusammengehörigkeit. Also wir unternehmen sehr viel. Wir fahren ja immer mit dem Bus zu den Heimspielen. Einmal im Jahr findet eine Auswärtsfahrt statt. Also und die Kollegialität, das Zusammenhalten, groß und klein, das ist also mehr wert für Schermbeck auf jeden Fall. Dieses Jubiläum wurde mit einem großen Fest für Alt und Jung gefeiert. Obwohl er viel unterwegs ist, ließ Eurofighter Olaf Thon es sich nicht nehmen, auf einen kurzen Besuch bei den königsblauen Schermbeckern vorbeizuschauen. Er genoss die wenige Zeit zwischen seinen Fans und Freunden und dabei wurden nicht nur Gespräche über alte Zeiten geführt. Der gebürtige Gelsenkirchner lebt seit vielen Jahren in Schermbeck. Ja, ich bin ja eigentlich Gelsenkirchner, ich bin in Gelsenkirchen geboren und dann 1994, als ich aus München wiederkam, kam ich nach Schermbeck. Und so lange bin ich schon hier, also eine recht lange Zeit. Und ich kam deshalb hierher, weil mein Onkel Peter Duda in den 70er Jahren hier gebaut hat, in Schermbeck. Und da habe ich auch so ein bisschen mitgeholfen und habe mich dann erinnert daran, Schermbeck, 20 Minuten zum Stadion, das passt. Und ja, hier bin ich hängen geblieben. Genieße es weiterhin und finde es ganz toll. Der Nachmittag bot verschiedene Attraktionen und Aktionen für Familien mit Kindern. Im Pfadfinderzelt unterhielt Zauberer Piadino nicht nur die jüngsten Gäste mit seinen Tricks, sondern auch die Erwachsenen hatten viel Spaß daran. Ist doch immer noch gar nicht drin. Normal, da muss doch klappen. Normal. Ganz laut, Simsalabim. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ein Zauberer darf doch mal einen Fehler machen, oder nicht? Bei diesem Zaubertrick darf man nämlich nicht ganz laut Simsalabim sagen, sondern ganz leise. Halt mal fest, rechts und links. Ganz leise. Ich guck mal nach, ob wir jetzt Glück haben, Rita. Ist da was drin? Ehrlich? Wow, geht mal ganz hoch. Das schon mal ganz deutlich für die Rita. Neben der Hüpfburg konnten sich alle im Bullriding messen. Das Schalker Maskottchen Erwin ließ es sich nicht nehmen, einige Runden auf dem bockenden Bullen zu drehen, bis er sich nicht mehr oben halten konnte. Anschließend hatten die Besucher die Gelegenheit, sich gemeinsam mit Erwin fotografieren zu lassen. Ebenso am Abend gab es ein abwechslungsreiches Programm mit der Schalker Hausband The Florians, einem bunten Feuerwerk und Komiker Hein Mück mit seinen Witzen von der Waterkant. Bis spät in die Nacht hinein haben die königsblauen Schermbecker noch gefeiert.